In diesem Video zeige ich Ihnen die Grundelemente der rhythmischen Gebärde des I und was diese Gebärde mit Ihnen selbst zu tun hat. Wiederholen wir zunächst die Urform des I, das Aufrichten durch Wurzelbildung, wie es in gleichnamigem Video beschrieben ist. Wir stellen uns gerade hin, spüren den Körper, haben die Hände wie zwei Schalen vor dem Körper, strömen nach unten, tief in die Erde hinein und spüren ab einem bestimmten Moment, wie es uns im Gegenstrom innerlich aufrichtet. Jetzt lassen wir mit Hilfe des Gegenstroms die Eurythmiegebärde des I entstehen. Bringen Sie wie vorhin beide Hände locker vor den Körper und strömen Sie jetzt aber nur mit der linken Hand nach unten. Und die rechte lassen Sie, wenn der Gegenstrom einsetzt, im Gegenstrom nach oben steigen. Versuchen Sie nur oder vor allem links aktiv zu sein. Hier gehen Sie mit Kraft, mit Einsatz nach unten. Und in der rechten Hand, im Arm, da sind Sie nur wahrnehmend tätig und der folgt diesem Auftrieb. Also aktiv nach unten strömen und passiv den Arm heben. Und probieren Sie mal aus, wie hoch Sie den Arm bekommen, nur indem Sie ihn mit der nach unten gehenden Hand heben. Experimentieren Sie mit der Spannung, dem Tonus in der linken Hand, ob Sie damit die rechte Hand mal schneller, mal leichter oder mal höher steigen lassen können. Sehr leicht geschieht es, dass der nach unten gehende Arm schon gestreckt ist, während der obere, der sich ja ganz treu hochtragen hat lassen, noch nicht seine volle Höhe erreicht hat. Das macht aber nichts, denn für uns in der Eurythmie ist eine räumliche Begrenzung noch lang keine Grenze. Sie können einfach durch den Arm unten weiter hinunterstrahlen in die Tiefe und immer noch weiter strahlen und noch weiter strahlen. Und noch mehr strahlen und dadurch den anderen Arm langsam immer weiter heben, bis auch dieser ganz gestreckt ist. Versuchen Sie das mal in aller Ruhe erst aufzuströmen und dann durch Abströmen die vollständige Streckung zu erreichen. Nur durchs Runtergehen.
nach dem strömenden sich verwurzeln und heben der Arme kommt die zweite Stufe des I, das Durchstrahlen der Gebärde. Konzentrieren Sie sich nochmal im Herzbereich und gehen Sie jetzt von dort aus innen durch die Arme nach unten und nach oben. Durchstrahlen Sie die Gebärde mit Ihrer Herzensstrahlkraft und merken Sie, wie dadurch auch Ihr Blick nach vorne präsenter und kräftiger wird. Strömen bilden. Und dann durchstrahlen, neu ansetzen. Das I ist ein spannungsvoller Laut. Er drückt aus, dass wir Menschen immer in Gegensätzen leben, immer in Spannung. Und wenn Sie jetzt die Arme im I anfangen zu durchstrahlen, immer begeisterter werden und immer mehr das machen, dann kann sein, dass Sie Ihr eigenes I so stark wird, dass Sie selbst krumm werden davon, also Opfer Ihrer eigenen Spannung geworden sind. Und darum heißt die nächste Stufe des I eigentlich: Und nichts macht mich krumm, selbst ich selbst mich nicht. Strahlen Sie also voller Begeisterung durch Ihre Arme hinaus, rechts nach oben, links nach unten, aber strahlen Sie in der Mitte noch mehr. Der unsymmetrische Zug links und rechts ist gerade die Herausforderung, in der Mitte immer stärker zu strahlen und dort gerade zu werden. Strahlen und merken, wie das krumm machen will. Und strahlen und merken, wie eine dritte Ebene in Ihnen angesprochen wird, die einfach noch mehr strahlt und dann ist das andere kein Thema mehr und fügt sich ein in Ihre Geradheit. Haben Sie sich gefragt, warum in der Grundgebärde des I immer die rechte Hand nach oben und die linke nach unten zeigt? Das hat damit zu tun, dass, wie ich Ihnen in dem Video die rechte und die linke Säule gezeigt habe, dass wir rechts anders gebaut sind als links. Rechts haben wir in uns ein Energiesystem, das sich mehr mit Kräften verbindet, die von oben nach unten strömen und sich daran aufrichtet. Und links mehr ein Energiesystem, das die Kräfte, die aus der Erde aufströmen, erspürt und sich mit diesen verbindet und sich von diesen getragen fühlt. In dem Spannungsfeld zwischen der Energie der rechten und der linken Säule entfaltet sich das I. Rechts strebt es den von oben herabströmenden Formkräften entgegen und behauptet sich in deren Licht. Links spürt es die Verbindung zur Erde und nimmt die lebenserhaltenden, lebenstragenden Kräfte von dort auf. Zum Schluss erinnere ich Sie gerne noch daran, dass bei allen rhythmischen Bewegungen die Beine und der untere Körper in einer feinen Weise mitmachen. Dadurch haben Sie eine
gute Verbindung nach unten zur Erde. Ihre Gebärden gewinnen an Ausdruckskraft und werden persönlicher.